Hier sind wir wieder in Ahead in Time. Doch, wir werden noch nicht weitermachen mit unseren Soul Quests, wie ich es jetzt mal nennen werde. Nee, wir werden hier zurückgehen zum zweiten Chapter, denn wir haben jetzt einen Hookshot bekommen. Und damit können wir nun das Chapter 2 hier abschließen. Ne, falls ihr euch noch nicht dran erinnern könnt. Hier bei Zug Sause konnten wir die Mission nicht abschließen, weil man hier schon auf dem Bild sehen kann. Uns fehlte der Hookshot. Doch den haben wir jetzt freigeschaltet. Und somit möchte ich heute mal den Part lang nicht unsere Contracts weitermachen, sondern Chapter 2 abschließen und gucken, wer denn überhaupt diesen Filmstreit gewinnt. Da bin ich mal gespannt. So, mit den ganzen Leuten haben wir schon geredet. Und, das Ganze war... That lever you just pulled, it starts to train self-destruct sequence, and that ain't no joke. It'll blow up. Uh-oh. I need a movie with some real intense action. So that's what we're gonna do. The train's gonna blow in a few minutes. Okay, das ist nicht gut, bis wir hier Speedrun-Modus anmachen. But you can save us all, Lassie. Get to the switch at the front of the train to turn it off. Okay. And you're better making time, alright? I don't care about the owls or yourself, but you don't dare blow up me train for real. It's my baby. Okay. The cameras are gonna be rolling, Lassie. You hurry now. Go over and out. Over and out. Okay, Lassie. Oh, eine 100 Sekunden haben wir ein bisschen über. Und dürfen nicht sterben und müssen es rüber schaffen. Schätze ich mal. Ich hoffe, ich verpasse hier nichts. Und das ist aber cool. Das Leveldesign hier, das gefällt mir. Das ist so klassisches Platforming. Oh, das hat mich gar nicht getroffen. Auch gut. Verdammt, ich habe keine Zeit. Und hier sind... Aua. Hier sind Uhren. Habe ich gar nicht gemerkt. Aber das ist eine coole Mission. Und die spielen hier Musik. Ja, damit es auch schön passend ist. Boing, boing. Ah, jetzt habe ich die Uhr verpasst. Egal, sollte trotzdem passen. Hoffentlich. Was geht hier ab? Hookshot. Nein, Hookshot. Verdammt, ich bin tot. Okay, ich krieg eine neue Chance. Und... Na komm. Okay, nächstes Gebiet. Wo sind wir hier? Was geht hier ab? Alles explodiert. Boing. Egal, brauche ich nicht. Ich schaff's auch so. Ich brauche den Feuerring. Ich brauche den. Und ich bin tot. Was passiert? Als ob. Ernsthaft? Dann muss ich alles neu machen? Das ist echt mies, du. Aber den Jump schafft man auch so, wie ihr gerade gesehen habt. Und die Uhr respawnt natürlich nicht. Also habe ich einfach jetzt Pech gehabt und muss damit leben. Na gut, wir sollten es trotzdem noch schaffen. Wir haben noch super viel Zeit. Und what? Einfach wie so ein Mario. Das Self-Destruct. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Ich beeil mich da, ich beeil mich da. Alles gut, alles chillig. So ein bisschen Star Wars Kantinenmusik. Sammel halt nicht die Uhr ein. Doch jetzt. Boing. Oh, ich hab vergessen. ich hab vergessen, dass ich gedrückt halten muss. Oh Gott. Das kann doch was werden. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Moin. Moin. Wow. Okay. Einfach weiter geht's. In einem feurigen Dasein des Zuges. Einfach durch. Let's go. Warum nicht? Ich habe die Uhr verpasst. Schade. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Eine Minute. Ich muss mich mehr beeilen. Chaos. 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 Was geht denn hier ab jetzt? Okay. Uhr. Ist hier noch eine Uhr? Nee, ist nur ein Herz. Vielleicht nicht gebrauchen. Aber die Uhr kann ich gebrauchen. Wunderbar. Hey! Wie komme ich denn auf die andere Seite? Zurückspringen? Tatsächlich, okay. Okay, finde ich sehr, sehr gutes Leveldesign bisher. Also, jetzt no joke. Das meine ich ernst. Ich weiß, es ist so viel Chaos. Aber wir haben es geschafft! Oh, you made it! An den Time! Ich habe nicht irgendwie gecheatet und mir ganz viele Uhren genommen. Nein, nein, alles easy.
Look at all this raw footage we got. Look at how you're running for dear life. Ja, lustig, ja. Oh, what? We did it in the name of cinematography. And to beat that no good DJ Grooves. I bet he won't be able to make half the movie we just made. All right, here, take one of these thingamajigs you like. You deserve it. Yo! Hä, aber ganz oben war doch noch eine Uhr, die wir noch nicht hatten. Ist das die gleiche Uhr oder ist das eine andere? Wisst ihr, was ich meine? Na egal, wie auch immer. Haben wir nicht jetzt schon den Film für beide fertig gedreht? Ach ja, und wir haben jetzt 20 Uhren. Das ist ganz wichtig. Denn damit schalten wir irgendwas frei, glaube ich. Regie Schaffner, Zugsause. Schaffner als der gefährliche Zugführer. Ein Mädchen als rücksichtsloser Zünder. Eulen als Eulen. Okay, was waren die Bewertungen? Sehr viele Punkte und viel mehr als das Pinguinchen. Oh oh. Not good. Oh. Okay. Cool. Okay. Hier sind wir wohl wieder. Ich schätze, wir machen erstmal das letzte Level und gucken uns dann um. Genau, wir haben jetzt alles hier fertig. Oh Gott, es gibt noch ein Time Rift. Dann, na komm, dann machen wir erstmal das Time Rift. Finale will ich als letztes machen. Wo ist es? Das ist bei der großen Parade irgendwo. Ich suche das mal kurz. Und dann bis gleich. Fragt mich nicht wieso, aber ich habe jetzt literally 10 Minuten oder so dafür gesucht. Hier ist es. Also es sieht auch ein bisschen anders aus auf dem Bild, aber ja, hier ist es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum ich so lange gebraucht habe. Ich habe mich größtenteils in den Ecken umgeschaut, nicht so viel in der Mitte. Das ist ja fast in der Mitte, also ja, was soll's. Aber wir haben wieder Platforming. Oh nein, die folgen uns, oder? Ja. So ein Spielchen ist das. Okay. Ja, aber für die, die nicht wissen, was für ein Film der andere Dude hat, also der Pinguin. Der hat so einen Film, wo wir als so Parade rumlaufen und wir sind voll der Star und yo, irgendwie sowas, keine Ahnung. Kekse! Oh mein Gott! Fliegende Kekse! Oh, die gehen aber kaputt. Die werden aufgefressen. Hier, seht ihr? Werden aufgefressen. Checkpoint. Ich mag die Musik, die ist ganz chillig. Weiß nicht, ob diese hier so gut reinpassen in das Spiel, aber es ist trotzdem sehr chillig. Und die Vögel brauchen sehr lange, um zu mir zu kommen. Habe ich das Gefühl. Joink. Zoink Scoop. Oh Gott. Wow. Okay. Komm schon, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Ah, nicht festhalten. Da sind kranke Irre hinter dir her. Die wollen Musik spielen. Die wollen Trinkgeld. Oh nein, da sind sie auch schon. Ah, weg hier. Hä? Warum sind hier? Warum sind hier Felsen? Oder was auch immer. Achso, ich soll da hochklettern. Nein? Oh oh, ich sehe nichts. Muss aufpassen, dass die restlichen mir hier nicht erwischen. Achso, ich soll hier. Ah. Okay, glitscht ein bisschen rum, aber das ignorieren wir jetzt erstmal. Boing. 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 Okay, gut, 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 gut. Wo lang? Wo lang? Hier lang. Boing. Ich sehe leider nichts. Die Kamera spielt nicht mit. Ist nicht gut. Die Kamera soll mal wieder eingeloggt sein und mitspielen. Boing. 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 Yay! Alle Farben des Rainbows. Na okay, da haben ein paar gefehlt, aber egal. Joinks. Ein Schalter schon mal. Und boing. Oh, da hinten ist es ja schon. Kann ich nicht rüber tricksen, theoretisch? Einfach so ein Long Jump? Ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, das haben die extra nachgeprüft, dass das nicht geht. Was mache ich denn hier? Hä? Da komme ich doch niemals durch. Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Hä? Was zum. Oh, okay. Jetzt fallen die da alle runter und respawnen. Das ist lustig. Irgendwie. Ja, ihr könnt alle mal euch kurz festhalten. Während ich überlege, was jetzt zu tun ist. Nee, das. Ich muss hier durch. Wie mache ich das? Ha?
komme ich da durch? Ich bin gerade irgendwie verwirrt und ich bin auch gleich tot. Nee, keine Ahnung. Hä? Ich habe absolut keine Ahnung. Hä? Oder muss ich da runterfallen? Ist das Teil vom... Warte? Nee. Ist nicht Teil davon. Nee, ich bin tot. Boah, was? Oh, ich respawn aber wieder hier. Das ist zumindest ganz vorteilhaft. Weiß dann zwar nicht, warum man dann sterben kann, weil... ich habe ja jetzt gar keine Death Penalty gehabt, sag ich mal. So soll man es machen. Wow. Okay. Warum habe ich es jetzt First Try geschafft? Vorhin habe ich die ganze Zeit... Ich glaube, ich sag lieber gar nichts mehr. Ich glaube, ich rede einfach nie wieder. Ja. Das steigt die Chancen, dass mein Skill steigt. Das steigt die Chancen, dass ich... ja, ne? Wisst ja schon, was ich meine. Genau. Alter. Ich muss jetzt nur noch respawnen. Bullshit. Okay, egal. Komm. Hier, Double Jump. Genau, das war mein Fehler. So, beide Schalter. Ab nach Hause. Whee! Was? Oh, okay. Jetzt verstehe ich, was meine Death Penalty ist. Ich muss das hier neu machen. Ja, aber okay, komm. Das hier war doch mega easy. Das ist mal ohne Witz. Wo ist denn hier die Challenge? Einfach nur rot, blau, grün, gelb. Und dann halt den Long Jump hier nach rüben. Das andere war zumindest noch ein bisschen schwierig, weil dann halt präzisere Sprünge waren. Aber hier? Ja, weiß ich nicht. Naja, wie auch immer. Jetzt können wir durch. Rein da! Let's go, schnapp es dir! Los! Woohoo! Die anderen kriegen auch eins. Ich teile. Aber erstmal wird am Rad gedreht. Ich drehe am Rad. Neue Farben? Nee, danke. Sieht irgendwie exakt gleich aus, wie das wir schon haben. Ja. Dann muss ich wohl das letzte nehmen. Eine neue Farbe. Gucken wir mal, wie sie aussieht. Okay. Cool. Ich glaube, die Sticker sind alle nur für online, dass man halt online diese Sticker spammen kann. Und so sehen die Farben aus. Also, ja, ist ziemlich blass, aber not bad. Aber ich finde trotzdem die Farbe viel besser. Gefällt mir sehr. Okay, okay, auf zum Finale, die Preisverleihung. Der Schaffner hat den Highscore. Ihn als Sieger bestätigen? Aha, warte, heißt das, ich kann die Level vielleicht nochmal neu machen? Warte, gibt es jetzt zwei Endings? Okay, keine Ahnung. Ihn als Sieger bestätigen. Okay, weiß ich nicht. Ich mach's also einfach mal. Ich habe keine Ahnung. Er ist irgendwie egoistisch darüber. Bist du sicher, dass du ihn gewinnen lassen möchtest? Was soll das heißen? Ist das dein Ernst? Soll ich jetzt nochmal in das Level gehen? Und Highscore bekommen? Ich weiß nicht mal, ob man überhaupt einen besseren Highscore hier bekommen kann. Ich könnte halt höchstens in diesem Level noch irgendwie einen Highscore bekommen. Okay, ich habe mich ja super oft treffen lassen, habe lange für das Level gebraucht, aber halt... keine Ahnung. Also, sie sehen doch beide sehr egoistisch. Gibt es einfach nur ein Joke? Ich glaube, das steht ja bei beiden. Ich mach's jetzt erstmal. Und dann mal schauen, ob ich es dann nochmal machen muss. Aber erstmal mache ich das. Erstmal lasse ich ihn gewinnen. Thank you, thank you. Oh, you're too kind. No, no, please. Keep going. Ich mag übrigens beide gleich viel. Also gibt jetzt keinen, den ich besonders mag. Oh, Lassie, it's you. I did it. I won the annual Bird Movie Award once again. Oh, imagine that face DJ Grooves must be pulling now, eh?
Here, take this tiny insignificant movie prop to match your tiny insignificant efforts in securing my victory. E-bird. I can probably sell it on eBird for dimes and nickels. Okay, ich glaube, man kriegt hier. Ich glaube, das ist kein Level. Ich glaube, man kriegt hier einfach nur zwei Dinger beschenkt, je nachdem, wer gewonnen hat. Forget it. Go, shush. Get out of here. I never want to see your ugly mug again. Oha, ich bin der Hauptdarsteller. Unfassbar. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt nochmal das eine Level neu machen, Highscore schnappen und mir dann das andere Hourglass schnappen, weil ich glaube, das funktioniert so. Okay, ich habe jetzt so gut gespielt, wie es nur ging und habe jetzt einen perfekten Score und der hat jetzt auch mehr Punkte als der Dude hier links und somit sollte das Resultat jetzt anders sein. Außer es war alles komplett unnötig und ich habe alles umsonst getan. Ich meine, ich habe zumindest ein Achievement bekommen, aber... What the... Ernsthaft? Das war alles umsonst? Was? Das ist nicht deren Ernst jetzt, oder? Ja, sorry, dann kann ich wohl nur einen gewinnen lassen von denen. Das war jetzt super enttäuschend, weil ich jetzt nochmal irgendwie... Weiß nicht, wie lange das Level ging, 5 bis 10 Minuten oder so... Boah, nee. Nun, das war irgendwie eine Enttäuschung. Dann gehen wir halt wieder zurück... Hä? Okay, hier ist irgendwas zum Erkunden. Wer ruft denn da an? What? Also gibt's hier noch eine Quest? Darling, ja, wer war das wohl wahr? Ha? Also, wie jetzt? Also, gibt's jetzt doch noch eine Mission? Ich bin total verwirrt. Tatsächlich, hier ist ein Ausrufezeichen. Also, hier gibt's jetzt einen alternativen Weg? Vielleicht war das doch richtig, dass ich ihm nochmal die Punkte gegeben habe. Ich meine, zum einen habe ich dafür ein Achievement bekommen, also komplett unnötig war es ja nicht, aber zum anderen, vielleicht ist das ja sogar richtig. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist ja alles komplett anders, auch mal ist es hier dunkel. Ist aber mal Nacht. Und hier ist niemand, weit und breit. So, ich weiß noch, wie man nach oben gekommen ist, und zwar sind wir hier so hochgeklettert, ne? Ja, genau. Hier rein. Richtig? Ja. Boah, hier ist ja gar nichts los. Es ist ja nichts mehr am Film. Das ist so gruselig. Da hinten ist nichts. Nee. Nee, nee. Oh Gott, ist ja. Spooky. Spooky, scary skeletons. Oh, das muss ich jetzt alleine schaffen, den Jump. Ah, okay. Easy. Kein Problem für mich. Hier oben? Nee, er meinte underground, ne? Buried underground. So wie bei FNAF. Oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass man hier hoch kann. War hier oben irgendwas? Also, wenn hier irgendwelche Collectibles waren, die sind scheinbar nicht mehr da. Ja, aber die Punkte sind noch irgendwie da. Hier, seht ihr? Die Punkte sind noch da. Hm. Okay, keine Ahnung. Dann leuchtet irgendwas. Aha. Oh, hier war ein Fahrstuhl die ganze Zeit. Aber jetzt erst ist er offen. Da scheint so ein bisschen Licht durch. Sieht ihr das? Depp, 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 depp. Yeah! Depp, 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 ey! Leute, ich hab voll Angst. Ich verkleide mich am besten mal lieber. Oh! Secret Kapitel! Die Preisverleihung. Ach nee, warte, das ist doch das letzte Level. Scheinbar gibt's das doch als Level. Ich bin total verwirrt. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich bin mega verwirrt. Hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Ich dachte, wir sind jetzt endlich durch mit Kapitel 2. Nein, hier gibt's noch Bonus-Zeugs. Was wir uns natürlich holen wollen. Junge, wie weit wollen wir noch underground? Hier wird uns niemand finden.
Alter. Was geht hier ab? Hä? Wo sind wir jetzt? Sind hier Verschwörungstheorien oder was? Was sollen wir hier aufdecken? Okay, wir dürfen nicht erwischt werden. Ja, okay, es ist wieder so ein Zeugs. Dürfen nicht erwischt werden. Sonst wissen sie, dass wir reingesneakt sind, obwohl wir es gar nicht dürfen. Denke ich mal. Fanpost, ganz viel. Paket. Eine Flasche. Ja, verschicke ich auch immer gerne, meinen Lieblings-Popstars, ne, klar. Warte mal, wie kommen wir da durch? Da ist eine Tür, da wollen wir durch. Vielleicht können wir ja oben drüber. Ja! Wir wollen nicht zur Tür, wir wollen einfach oben drüber. Hier trocknet's. Hier droppt das Blut oder sowas. Hä? Was ist denn da unten? Ich weiß es nicht, gucken wir uns das mal an. Die Kamera will heute wieder nicht mitspielen. Viele von diesen Briefen sind unbezahlte Rechnungen. Macht Sinn. Bisher hast du kein Kino auf diesem Planeten gesehen und Züge zerstören ist bestimmt ziemlich teuer. Ja. Das mag wohl sein, aber wenn man auch die Rechnungen bezahlt hat, warum verbrennt man die nicht oder schmeißt die weg oder so? Ich weiß ja nicht. Oder vielleicht haben sie ja gar nicht bezahlt. Nein, das können sie nicht tun. Sieht so aus, als wärst du hier nicht erlaubt. Könnte man ja fast übersehen. Richtig, ich hab's übersehen. Ich wusste gar nicht, dass ich hier nicht erlaubt bin. Die Tür stand offen und... Hä, wie habt ihr das Ding nicht getroffen? Hä? Okay. Ich habe aber generell gemerkt, dass diese Elektro-Dinger hier wirklich irgendwie verbuggt sind. Von der Hitbox her. Und wie ist das jetzt bitte passiert? Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, ich bin hier, I guess. Ja. Da leuchtet es regenbogenfarbig. Mit etwas, was ich bestimmt haben möchte. Aber ich nicht weiß, wie ich drankomme, deshalb lasse ich es erstmal. Wie gesagt, falls es mir noch 100% fehlt am Ende, dann mache ich noch mal ein paar Bonusfolgen, wo ich versuche, die 100% noch zu handeln. Klar versuche ich das jetzt schon alles zu zeigen, aber ne, kann ja sein, dass hier und da mir ein paar Wollknäuel fehlen, die zu 100% zählen. Jetzt gerade habe ich, glaube ich, knapp 40% des Spiels durch, laut meinem Save-File. Und dabei haben wir doch schon über 20 und... Verdammt! Schafft ihr jetzt den Jump bitte? Ich glaube, es gibt insgesamt 40, ne? 40 von den Hourglasses gibt's. Ne? So war das doch. Alter, so schwer ist der Jump jetzt auch nicht. Bitte! Come on! Come on, Bro! Aber es ist auch ein bisschen schwierig, hier zu urteilen, weil es ist ja kein 3DS, kann ich nicht wissen, wo ich landen muss. Bitte nicht runterfallen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich will das nicht. Was sind wir denn jetzt? Was? Da redet irgendwer. Hört ihr das? Das ist der Typ, der gewonnen hat. Der Gelbe. Ich hab, by the way, vorhin mal kurz nachgeschaut. Scheinbar ist dieser gelbe Dude richtig beliebt. Also, nicht schlecht, dass er gewonnen hat, schätze ich. Das ist sowieso der, der am meisten beliebt ist. Also, keine Ahnung. Wie gesagt, ich mag beide irgendwie gleich. Ich habe jetzt keinen Favorite. Hier ist ein Garn. Nice. Ja, ist auf jeden Fall sehr interesting. Kann ich hier runter? Ich kann auf jeden Fall hier stehen. Ich sehe nur leider nichts. Also wirklich gar nichts. Ich gehe hier mal hoch. Oder ich sterbe einfach direkt. What? Wieso bin ich wieder hier? Ach, ist klar. Ist klar. Ja, komm. Was soll das denn? What? Okay, cool. Das ganze Geld respawnt. Geldfarm entdeckt. Bitte mich crediten, falls ihr die Geldfarm benutzt, weil ich hab sie entdeckt. Das ist meine Geldfarm. Aber what the hell? Warum ist das so weird alles? Okay, lass das mal. Oh, Moment mal. Hier kann man nach oben. Habe ich gesehen. Also zumindest habe ich hier gerade Treppen. Ja doch, hier sind. Also nicht Treppen, aber halt so. Ein Weg. Warte, vielleicht kann ich ja von hier hoch. Hier ist ja extra
ein paar Edelsteine. Die wollen wir wahrscheinlich sagen, ja, dass ich von hier erst hier hoch kann. Okay, also hier geht's also weiter, schätze ich. Oder ist auch noch wieder Bonus? Ich habe keine Ahnung. Nee, das wirkt schon so, als würde es hier weitergehen, aber wait. Was ist denn hier? Mann, die Kamera ist echt doof in diesem Level. Also bisher fand ich die Kamera zwar nervig, aber nicht schlimm. In diesem Level ist sie wirklich schlimm. Aber ihr merkt es ja auch. Okay, ich weiß zwar nicht, wie ich da dort in dieses Haus komme, zum Garn. Aber okay, egal. Diese Regale sind voll mit Filmen, von denen du noch nie gehört hast. Die Menge an Vogelwortspielen in den Titeln ist erstaunlich. Okay. Boah, hier geht's ja noch weiter. Riesiges Level hier, alles aufdecken. Ganze Wahrheit kommt ins Licht. Das erinnert mich hier ein bisschen an dieses eine Time Rift, was wir hatten in dieser Welt. Garn. Ja, nehme ich mit. Versteht zwar nicht, was der Unterschied ist zwischen einem Stück Garn und einem Stück Garn, was einfach, ja, von einem bestimmten Hut gehört. Ich meine, also man sollte hier schon längst diese Hüte haben, normalerweise. Auf dem Etikett steht rote Heringe. Diese Kiste riecht streng. Ja, wahrscheinlich sind da rote Heringe drin, du. Würde ich jetzt mal zoomen, ne? Und ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Oder wie ich hier hochkomme. Soll ich hier hochkommen irgendwie? Vielleicht bin ich hier falsch. Hier gibt es vielleicht noch einen besseren Weg. Der bessere Weg, der richtige Weg. Noch ein Garnstück. Okay. Soll mir das sagen, irgendwie ich muss dashen oder so? Weil den Dash kriegt man ja nur mit dem Hut. Das Gefühl, das willst du mir sagen. Hä, wie komme ich hier? Von hier aus jetzt weiter hoch? Hä? Da oben ist auf jeden Fall so eine Line, wo ich drauf springen kann, aber da muss ich erstmal hinkommen. Und wie stelle ich das bitte an? Auf dem Etikett steht Cheshows Gewehre. Okay, ich möchte nicht die Gewehre von jemand anderen anfassen. Ist nicht mein Property. Ist nicht so interessant für mich. Aha, jetzt soll ich dashen? Ja, jetzt sagen sie mir, ich soll dashen, aber wenn... Das geht doch nicht. Warte mal. Achso, warte. Doch, von dort aus geht das. Okay. Also ja, die geben einen hier die Dash-Dinger, damit man hundertprozentig diesen Hut hat, obwohl man den eigentlich haben sollte. Im Normalfall zumindest. Keine Ahnung, was du falsch gemacht hast, wenn du das noch nicht hast. Vor allem ist es der beste Hut. Oh nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Okay, gut. Ich spawn wieder hier. Da will ich hin. Und den Jump schaffe ich niemals. Aber den Jump schaffe ich. Boing. 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 Und gib her. Hey, das ist Cheating. Ja, toll. Wegen dem Bug bin ich jetzt hier runtergefallen, oder was? Ja, wow. Also, komm schon. Das ist lächerlich. Egal. Ist ja kein weiter Weg. Ah. Egal. Wo bin ich? Wo bin ich? Nicht am Sterben. Nicht am Sterben und nicht am Runterfallen. Auf keinen Fall. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hier sind Herzen und Edelsteine. Ich habe nur leider den Jump verkackt und bin wieder irgendwo ganz unten und sterbe. Ne, hier gibt's was. Schaut mal. Was gibt's denn hier so Schönes? Geht's hier weiter? Auf dem Etikett steht Handlungsrahmen. Okay. Boing. Doch, hier muss es weitergehen. Ach ja, und diese Dinger sind übrigens optional. Das ist einfach nur für ganz viel Geld farmen, ganz schnell. Die muss man auch nicht schaffen. Kriegt man nichts für. Ist einfach nur, hey, cool, juhu. Ja, aber wie gesagt, Geld können wir eigentlich gut gebrauchen, deshalb nicht schlecht, wenn wir das schaffen. Ernsthaft? Das killt mich? Okay. Oh nee, ich bin wieder hier. Warum denn? Muss doch nicht sein, du. Muss doch nicht sein. Da, wo muss ich überhaupt lang? Da hoch, okay. Dop, dop, dop. Dop? Okay, ein Bild von ihm mit einer Knarre. Wundert mich nicht, dass so ein Typ eine Knarre hat.
keinen Fall. Wo muss ich lang? Da leuchtet wieder irgendwas regenbogenartig. Schön, schön, schätze ich. Würde mir der Hut sagen, wo ich lang muss. Naja, er zeigt mir halt, wo das Hourglass ist, aber er zeigt mir nicht, wo ich lang muss. Das ist das Problem. Aha. Ich kann nicht genau erkennen, was er sagt, leider. Aber es ist trotzdem very interesting. 6 Vollknäuel. Ja, eins haben wir ja verpasst, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, ich weiß, wo wir sind. Da oben wäre noch eins. Ah, kann ich das noch schnell holen? Theoretisch ja. Theoretisch ja. Dann fehlt mir vielleicht hoffentlich wirklich nur eins. Aber warum gibt mir das so viel? Auch Eis ganz viel. Vielleicht sollen wir auch gleich zu einer Statue werden. I don't know. Red Lines überall. Ah, die müssen alle grün werden. Das soll den folgen. Ist aber keine Plattform. Wie komme ich denn hier hoch? Was zum... Ah, hier ist... Ah, lol. Blind. Habe ich nicht gesehen. Ehrlich nicht. Okay. Gott, ich weiß, die Folge wird ein bisschen länger. Aber wir müssen das Geheimnis aufdecken. Das ist ganz wichtig, dass wir das Geheimnis aufdecken, Freunde. Und warum sind da eigentlich wieder die gleichen Eulen? Haben die vielleicht das alles hier gerickt? Ich habe übrigens keine Theorie, keine Ahnung, was hier passiert sein könnte. Aber egal. Hier ist ein Schalter, einer von 4. Ich wette, hier drüben wird noch einer sein. Hopp, hopp, hopp. Ja, hier ist noch einer. Immer den Lines folgen. Sprich... Ja, hier ist was. Bin an dem vorbeigekommen. Easy pe... Ich werde nicht zurückgesetzt? Nein, Mann! Ah, wow. Was, hier war die ganze Zeit ein Schalter? Egal. Was soll's? Ja, wir sehen uns gleich wieder. Wow. Darfst du mich nicht sehen, Kumpel? Okay, okay. Gut, gut. Jetzt sollten wir da sein. Hier oben. Letzte Schalter. Yes. Und jetzt. Kamikaze. Wihi. Bonk. Ist hier die Wahrheit? Hä? Interessante Transition. Dead Bird Studio. Hier in dieser View werden wir die Wahrheit erfahren. Doch dafür müssen wir den erstmal anschalten. Schätze ich.